Er habe Frankreich ins Bild gesetzt, so heißt es über Jean-Jacques Sampy. Und weit über die Grenzen seines Landes hinaus wird der Zeichner mit dem leichten, improvisierten Strich dafür geliebt und verehrt. Vor allem aber für die Figur des kleinen Nick, dessen Streiche millionenfach verkauft Klassiker der Kinderliteratur sind. Nun trauert Frankreich um Jean-Jacques Sampy. Gestern Abend ist er gestorben, nur wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag. Sein Federstrich hat Generationen bewegt. Empathisch, ironisch, unverkennbar. Jean-Jacques Sampy, ein kluger Beobachter und Geschichtenerzähler. Frankreich trauert um einen seiner größten Zeichner. Es ist elegant gezeichnet, aber sehr lustig. Ich glaube, er konnte genau nachvollziehen, wie Kinder ticken. Sein bekanntestes Werk, Der kleine Nick, Le Petit Nicolas. Die von ihm gezeichnete Kinderbuchserie, die ihm zu Weltruhm verhalf. Über einen kleinen, aufgeweckten Jungen, der keinem Streich gegenüber abgeneigt ist. In 30 Sprachen übersetzt und fast 8 Millionen Mal verkauft. Sampy kam aus schwierigen Verhältnissen, wollte eigentlich Musiker werden. Zeichnen brachte er sich selbst bei. Seine Skizzen sind vom alltäglichen Leben in Paris inspiriert. Sie erschienen in Bildbänden und Magazinen auf der ganzen Welt. Mehr als 100 Titelbilder des berühmten New Yorker stammen aus seiner Feder. Er hat sich immer für Entwicklungen und Trends interessiert. Er hat sich darüber lustig gemacht, aber es war nie böse. Jean-Jacques Sampy ist wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag verstorben.